Thema Aufstellen von Parabelgleichungen. Also schauen wir uns das Beispiel mal an. Wir haben einen Discounter, der Radiowecker verkauft zu verschiedenen Preisen. Bei einem Preis von 11,10 Euro haben wir zwei Mengeneinheiten, die verkauft werden. Bei einem Preis von weniger, vom günstigeren Preis 8,25 haben wir 5. So, der Höchstpreis liegt bei 12 Euro. Na, ihr kennt die Preisabsatzfunktion, die hat den Aufbau hier, ja, ax² plus bx plus c. X ist sozusagen die verkaufte Mengeneinheit, y, p ist der Preis. So, jetzt seht ihr hier, wir haben drei Unbekannte, a, b und c, deswegen brauchen wir auch drei Informationen. Ja, der Höchstpreis, also wir haben den Höchstpreis, der ist sozusagen, wenn ich null Mengeneinheiten verkaufe, wäre ich bei 12 Euro. Dann setze ich den Punkt 0-12 ein. Ja, wenn ich das hier mache, dann seht ihr, von der ganzen Parabelgleichung fällt der Teil weg, der Teil fällt weg, bleibt übrig c gleich 12. Dann habe ich schon mal von den drei Unbekannten habe ich eine schon mal geklärt. So, und jetzt habe ich noch zwei Punkte, den Punkt 2-11,10 und den Punkt 5-825. Setzen wir beide ein. Ihr seht, hier ist für x 2 eingesetzt und für y, also für p, 11,10 Euro. Und dann haben wir ein lineares Gleichungssystem mit zwei Unbekannten oder mit drei Unbekannten. Aber wenn wir wissen, dass c gleich 12 ist, könnte man für c auch direkt 12 einsetzen. Hier ist jetzt nochmal notiert. Also man überlegt sich, was habe ich denn für Punkte, was für Bedingungen habe ich, und dann habe ich Gleichungen in einem linearen Gleichungssystem. So, ihr könnt, also hier wurde jetzt praktisch dann für c gleich 12 eingesetzt. Die 12 wurde auf die andere Seite gebracht. Dann bin ich bei den beiden Gleichungen hier. So, okay. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier die Lösungen ermitteln. Das lineare Gleichungssystem, das könnt ihr natürlich auch, falls ihr euch schon die ganze Zeit wundert, mit dem CAS lösen. Aber für den Fall, dass ihr es von Hand machen müsst, wird es jetzt hier einfach nochmal vorgestellt mit dem Gauss-Algorithmus. Also, läuft ja so ab, dass ihr schaut hier vorne, dass vor dem a die gleiche Zahl steht, einmal mit Plus und einmal mit Minus, so einfach gesagt. Und das erreicht ihr ja dadurch, dass ihr die erste Zeile mit minus 25 multipliziert, dann habt ihr vorne minus 100a und die zweite mit 4, dann habt ihr plus 100a. Und wenn ihr das dann zusammen addiert, passt es. Ja? Also dann haben wir sozusagen hier minus 100a plus 100a ist 0. Minus 2b mal minus 25, die 5b werden mit 4 multipliziert, das ist das hier, und auf den rechten Seiten genauso. Ist einfach ein bisschen Rechnerei, ihr kriegt raus b gleich minus 0,25, setzt das b in eine der Gleichungen ein, ja, hier wurde es jetzt in die erste eingesetzt, hier an der Stelle, wo das b ist, steht die minus 0,25, löst auf, kriegt raus a gleich minus 0,1. Dann habt ihr die drei Werte und habt gelöst. Hab die Parabelgleichung, die Preisabsatzfunktion. Okay, das war die Variante von Hand. Recht aufwendig, seht ihr. Schauen wir uns an, wie es vielleicht ein bisschen eleganter geht. Also jetzt geht es auch wieder darum, dass ihr, wir sind beim Unternehmen Waldner, jetzt geht es auch wieder um eine Parabel. Bei zwei verkauften Mengeneinheiten haben wir einen Gewinn von 2, bei 4 Gewinn von 1, bei 5 haben wir Verlust von 1. Na, das heißt, wir haben sozusagen diese Punkte 2-2, 4-1 und 5--1. Ihr könnt es jetzt auf zwei Arten mit eurem CAS lösen. Variante 1, ihr könnt eine Regression ansetzen. Ihr erinnert euch, eine Regression liefert euch eine Kurve, die in dem Fall durch alle Punkte durchgeht. Ja, eine Regression führt auch zu einem guten Ergebnis, wenn ihr ganz viele Punkte habt und es gibt überhaupt keine Kurve, die durch alle durchgeht. Dann liefert euch die Regression eine Näherungskurve, die ziemlich genau an den Punkten dran ist. Wenn es möglich ist, eine zu bauen, auf der alle Punkte liegen, dann wird es natürlich genutzt. Ja? Also das heißt, ihr müsst halt quadratische Regression eingeben, gebt die Punkte ein, dann kriegt ihr direkt das hier raus. Ja, perfekt. Oder aber ihr könnt das so ein Stück weit ähnlicher machen, wie wir es hier gemacht haben. Ihr könnt euch überlegen, okay, ich setze jetzt den Punkt 2-2 in den Funktionsterm ein, also a mal 2 Quadrat plus b mal 2 plus c gleich 2.
Das war der erste Punkt, zweiter Punkt genauso, dritter Punkt genauso. Und dann habt ihr ein LGS mit dieses LGS, drei Gleichungen, drei Unbekannte und gebt es hier ein, dann kriegt ihr die Lösung genauso raus. Das sind die Lösungen und die setzt ihr dann vorne als Koeffizienten vor das x², vor das x und hier hinten hin.